Hallo und willkommen, hier sind wir nochmal in Bellevue und gehe mal zum Haus. So, mal gucken, ein Faden und ein Angelhaken. Und da sage noch einer, ich verstünde nichts vom Angeln. Ich habe mir ein voll funktionsfähiges Hakengedöns gebaut. Kohle, Kerze, Wasser, Asche, ohne Brot. So, mal gucken. Gehen wir nach oben. Hauen mal da die Asche rein. Nimm die Wenn ich das Hosenbein spannen könnte, würde es ein prima Katapult abgeben. Aber womit soll ich es befestigen? Offenbar fehlt mir hier noch eine Komponente. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Nimm mal den Haken. Öse. Der Haken passt perfekt in diese Öse. Jetzt muss ich nur noch einen Grund finden, warum ich das tun will, und los geht's. Gute Idee. Jetzt muss ich das Ende nur noch irgendwo befestigen, dann habe ich ein astreines Katapult. Nichts passiert. Jetzt? Willkommen beim Flaggomat. Für Halbmast hier menschliche Asche einfüllen. Praktisch. Ja. Mein Hosenkatapult ist fast fertig. Alles, was fehlt, ist die Munition. Ich weiß. In meinen Händen kann alles zu einem tödlichen Projektil werden. Aber das hier wäre als Munition vollkommen ungeeignet. Okay, dann gehen wir mal, ach, nach unten. Hey Dad! Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Ich hab dir noch lange nicht alles erzählt. Oh je, Rufus. Was hast du denn noch alles ausgefressen? Ich erzähl's dir irgendwann. Ein guter Plan. Ich kontaktiere derweil meinen Rechtsschutzberater. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht mal bei Achtjährigen. Ach. Nein. Wollten das Inventar, also Wasser. Blumen gießen. Ah, so weit kommt's noch. Ah, so weit kommt's noch. Finger weg von den Zierfischen. Ach, Menno. Finger weg von den Zierfischen. Ach, Menno. Das wäre ein guter Ort, um mich endlich an der Gravitation zu rächen. Aber ob ich sie von hier oben treffen würde?
Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will eine Gehirnoperation vorbereiten und keine Eisdiele eröffnen. Oder wofür auch immer man saubere Sachen braucht. Das ist schon wachsig genug. Memo an mich. Gebrauchte Wattestäbchen nicht lose im Mantel aufbewahren. Da sind schon genug Krümel drauf. Ich sollte über eine Krümelschublade im Mantel nachdenken. Die Idee war bereits lahm, bevor die Beruhigungspillen ins Spiel kamen. Mit diesem Klopapier kann man höchstens noch Sachen abschmirgeln. Aber ich mag meine Sachen so rau, wie sie sind. Bis auf das Klopapier. Meine Sachen sind schon rußig genug. Eine kleine Erinnerung an all die lustigen Brände, die mein Mantel schon überstanden hat. Ah, soweit kommt's noch. Schau mal, Paps. Himmel, Junge! Hast du etwa schon wieder fremdes Eigentum eingesteckt? Hatten wir nicht ausführlich über dein Kleptomanie-Problem geredet? Du bringst das auf der Stelle zurück, junger Mann. Auf der Stelle! Schau mal, Paps. Himmel, Junge! Hast du etwa schon wieder fremdes Eigentum eingesteckt? Hatten wir nicht ausführlich über dein Kleptomanie-Problem geredet? Du bringst das auf der Stelle zurück, junger Mann. Auf der Stelle! Schau mal, Paps. Himmel, Junge! Hast du etwa schon wieder fremdes Eigentum eingesteckt? Hatten wir nicht ausführlich über dein Kleptomanie-Problem geredet? Du bringst das auf der Stelle zurück, junger Mann. Auf der Stelle! Es ist trotzdem Unkraut. Soweit kommt's noch, dass ich mit bloßen Händen das Flusensieb meines Versagers von Vater reinige. Ich will nicht, dass es noch mehr verfusselt. Es kleben schon genug Flusen aus meinem Mantel dran. Nur fürs Protokoll. Ich tue das nicht, um hier sauber zu machen, sondern um die Saugleistung des Handstaubsaugers zu testen. Magere Ausbeute. Von solchen Flusen habe ich genug in meinem Mantel. Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will eine Gehirnoperation vorbereiten und keine Eisdiele eröffnen. Oder wofür auch immer man saubere Sachen braucht. Ich will nicht, dass es noch mehr verfusselt. Es kleben schon genug Flusen aus meinem Mantel dran. Meine Sachen sind schon rußig genug. Eine kleine Erinnerung an all die lustigen Brände, die mein Mantel schon überstanden hat. Mit diesem Klopapier kann man höchstens noch Sachen abschmirgeln. Aber ich mag meine Sachen so rau, wie sie sind. Bis auf das Klopapier. Die Idee war bereits lahm, bevor die Beruhigungspillen ins Spiel kamen. Da sind schon genug Krümel drauf. Ich sollte über eine Krümelschublade im Mantel nachdenken. Das ist schon wachsig genug. Memo an mich. Gebrauchte Wattestäbchen nicht lose im Mantel aufbewahren. Da sind schon genug Krümel drauf. Ich sollte über eine Krümelschublade im Mantel nachdenken. Das kann ich auch ohne Eimer transportieren. Ich mag das Gefühl, wenn es lose in der Hose hin und her klötert. Hey, Dad! Och. Was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat?
Wegen des Dates. Nun druckst nicht so herum und mach dich gerade, Junge. Was willst du wissen? Was muss ich gleich tun, damit du mich einen Tisch reservieren lässt? Die Schnabeltiergerichte müssen von der Karte verschwinden. Und wie du das anstellst, ist mir... Deal. Versprich mir nur, dass niemand dabei zu Schaden kommt. Zu spät. Ich habe bereits Deal gesagt. Ich hab dir noch lange nicht alles erzählt. Oh je, Rufus. Was hast du denn noch alles ausgefressen? Ich erzähl's dir irgendwann. Ein guter Plan. Ich kontaktiere derweil meinen Rechtsschutzberater. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht mal bei Achtjährigen. Finger weg von den Zierfischen. Ich wollte sie nur mal streicheln. Ich sagte nein. Ach, Menno. Selten so hässliche Fische gesehen. Gut, dass die so selten sind. Tja, mal gucken. Glas Wasser? Die haben genug Wasser. Ich will nicht, dass es noch mehr verfusselt. Es kleben schon genug Flusen aus meinem Mantel dran. Ah, soweit kommt's noch. Magere Ausbeute. Von solchen Flusen habe ich genug in meinem Mantel. Magere Ausbeute. Von solchen Flusen habe ich genug in meinem Mantel. Das ist Unkraut. Daraus kann man sich nicht mal einen Salat machen. Selbst dann nicht, wenn man Salat mögen würde. Okay. Dann machen wir mal für heute hier Schluss und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.